Wie sieht denn ein Labor für 3D-Druck aus? Ein Labor für 3D-Druck besteht aus Software, Hardware und sicherlich auch Menschen, die darin arbeiten. Die Software ist sicherlich der Backbone für den 3D-Druckprozess. Software brauchen Sie, um die Daten von einem radiologischen Device, also von einer Bildgebung, zu transferieren auf eine Plattform, wo Sie die 2D-Bildgebung, die als Stapel zur Verfügung steht, in dreidimensionale Gebilde verwandeln. Das heißt, diese DICOM-Daten, die zweidimensional vorliegen, in 3D-Bilder konvertieren. Dafür brauchen Sie Software. Die Software gibt es in verschiedener Komplexität von Anwendungen. Anwendungen für Ingenieure, Anwendungen für MTAs, für RTAs, aber auch Anwendungen für Ärzte, die wirklich in 5 Schritten von einem DICOM-Datensatz zu einem SDL-File kommen möchten. Und anschließend ist in einem 3D-Drucklabor natürlich auch ein Drucker. Der Drucker gibt es auch mit verschiedensten Materialien, die bioähnliche Eigenschaften aufweisen für Softtische, für Weichgewebe, Weichteilmaterialien, aber für Implantate letztendlich Titandruck, Metalldruck. Die Komplexität und die Möglichkeit, die Bandbreite ist da enorm, was Drucker heute liefern können, von sehr kostengünstigen Druckern im unter 1000-Euro-Bereich bis hin zu locker 6-stelligen Summen, die sie für 3D-Druck ausgeben können. Wo sehen Sie denn die künftigen Potenziale? Die künftigen Potenziale sind im Grunde genommen eine Extrapolierung der jetzigen Potenziale. Man kann mit 3D-Druck Patienten helfen, denen in der Vergangenheit nicht mehr geholfen werden konnte. Wenn wir über Revisionschirurgie reden, gibt es Behandlungsmethoden, die mittlerweile mit 3D-Druck ermöglicht werden, die früher schlichtweg nicht mit Implantaten, Standardimplantaten versorgt werden konnten. Mit 3D-gedruckten, patientenspezifischen Implantaten können die jetzt versorgt werden. Ein weiteres riesengroßes Potenzial ist sicherlich die Aufklärung. Sie haben auf einmal ein anatomisches Modell, das Sie benutzen können, um mit dem Patienten zu sprechen, um mit Kollegen interdisziplinär sich auszutauschen und den besten Zugang zu planen. Das heißt, diese präoperative Planung spielt eine deutlich wichtigere Rolle als die intraoperative Entscheidungsfindung. Und diese präoperative Planung ermöglicht letztendlich Sicherheit in der Patientenversorgung. Welche neuen Möglichkeiten und Herausforderungen ergeben sich denn hier für MTRAs? Zum einen ist sicherlich der 3D-Druck eine Riesenchance, auf einen Zug aufzuspringen, der nicht mehr aufzuhalten ist, und die Potenziale von 3D-Druck auszunutzen. Hier ist Bildgebung immer der erste Schritt in der Prozesskette, und eine entsprechende Bildgebung ist essentiell, um das 3D-Produkt hinten raus als Produkt qualitativ hochwertig erscheinen zu lassen. Das heißt, wenn wir mit kompetentem Fachpersonal zusammenarbeiten können, um im ersten Schritt der Prozesskette gutes Bildmaterial zu bekommen, ist garantiert oder ist gewährleistet, dass wir hinten raus auch ein gutes anatomisches Modell oder ein Implantat planen können. Das heißt, das Potenzial, das wir sehen, ist wirklich auf eine neue Technologie aus der Taufe zu heben und hier ein Industrie 4.0, heißt es so schön, mitzugestalten, aktiv mitzugestalten.